Auch in Berlin packten am Dienstag Helferinnen und Helfer Sachspenden für den Transport in Richtung Ukraine. Darunter Hygieneartikel, Nahrungsmittel oder Bekleidung. Mitinitiatorin bei einer der Aktionen in der Hauptstadt war Eva Herzog. Als diese ganze losging, die Aktivisten haben sich zusammengetan, deutsche Aktivisten, ukrainische Aktivisten, und wir haben diese Stelle hier ins Leben gerufen, wo die Spenden von den Menschen in die LKWs geladen werden und direkt in die Ukraine fahren, weil es gibt viele Spenden, aber es gibt keine Möglichkeit, die Spenden in die Ukraine zu schicken. Auch hier in Potsdam gingen am Dienstag Hilfsgüter auf die Reise gen Osten. Nicht nur private Initiativen, auch das Deutsche Rote Kreuz bringt Hilfe auf den Weg. In Berlin-Schönefeld war am Dienstag Christoph Jonen mit dabei, DRK-Leiter für internationale Zusammenarbeit. Was die Kolleginnen und Kollegen des ukrainischen Roten Kreuzes berichten, ist sehr, sehr bedrückend. Die selbst müssen häufig selbst Schutz suchen. Sie sitzen in Kellern, um vor den Kampfhandlungen geschützt zu sein. Sie versuchen, so gut es geht, immer wieder rauszukommen. Sie haben mehr als 30.000 Menschen bereits geholfen mit Nahrungsmitteln, mit Kleidung, mit all solchen Dingen. Aber die Hilfsgüter gehen dort langsam auch zu Neige. Und umso wichtiger ist es, dass wir bald die Möglichkeit haben, in die Ukraine zu fahren und die Kolleginnen und Kollegen dort zu unterstützen. Die Lieferungen des Deutschen Roten Kreuzes aus Schönefeld gingen zunächst an das polnische Rote Kreuz in Lublin, wo die beiden Organisationen ein Logistikzentrum errichtet haben. Von dort sollten die Güter möglichst schnell in die Ukraine gebracht werden, aber auch Geflüchteten von dort in Polen sollen sie zugutekommen. An Bord der Lastwagen des DRK befanden sich am Dienstag etwa Isomatten, Feldbetten, Windeln und solarbetriebene Lampen. Insgesamt 88 Tonnen Material, so das Deutsche Rote Kreuz.